Moin Leute und willkommen zurück zu Resident Evil 1 HD. Ich möchte mit euch heute ein bisschen weiterspielen. Das letzte Mal haben wir relativ viel rumgerätselt und ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, wie es denn jetzt weitergeht. Das Problem ist halt immer noch, dass wir unten den Diamanten nicht einsetzen können, denn das funktioniert, glaube ich, so nicht, auch wenn wir den schon lange dabei haben. Wir haben halt doch diesen verkackten Pfeil, der irgendwie nicht da rein will. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll. Ich hätte, man muss irgendwie halt diese Pfeilspitze daraus bekommen, aber ich bin irgendwie noch ein bisschen zu dämlich dazu. Ich habe halt vorhin schon probiert, das irgendwie zu kombinieren. Das geht leider nicht. Und was anderes damit zu kombinieren, halte ich, glaube ich, für relativ sinnfrei. Denn wie soll man ansonsten diese verkackte Pfeilspitze davon abbekommen? Auf jeden Fall bräuchten wir die aber, um irgendwo da vorne draußen in diesem Gang weiterzukommen. Draußen. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, wie gesagt. Irgendwas muss man bestimmt noch damit machen. Kann man eigentlich noch... Ah ne, das ist die falsche Munition, oder? Ja, das ist die, stimmt, das ist die Gewehrmunition, die wir hier noch haben. Ich meine, irgendwie muss man den Shit doch irgendwie abbekommen. Kann man irgendwie reinzoomen? Ja, man kann irgendwie so 2 cm reinzoomen, aber das hilft uns irgendwie auch nicht weiter. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Wow. Gut, hätte ich das vorher gewusst. Warte mal, kann man die anderen Sachen vielleicht auch nochmal prüfen und... Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Okay, das heißt, das Ding wurde irgendwie öfter verwendet. Vielleicht kann man den Diamanten auch nochmal irgendwie genau prüfen. Blauer Edelstein, wunderbar geschnitten und auf Hochglanz poliert. Ja, das war's. Okay, mit den Items konnten wir nichts anstellen. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt, wo es weitergeht. Meine Fresse, letztes Mal bin ich echt ein bisschen planlos umhergelaufen, wusste nicht mehr, was ich machen kann. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie weiterkommen, dass wir irgendwie nochmal einen Schlüssel finden oder irgendwie mehr Türen aufbekommen. Dieser scheiß Dietrich war auch irgendwie nicht so viel Nütze, ne? Ich meine, es gibt relativ viele Türen, die alle verschlossen sind. Fast keinen kann man den knackten Dietrich verwenden, aber hey, ist okay. So, hier können wir jetzt auf jeden Fall diese verkackte Pfeilspitze einsetzen. Das war mir von Anfang an klar. Achso, müssen wir schon selbst nochmal auswählen? Verwenden? Yes! Gut! Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Wir werden es einfach mal tun. Das gefällt mir nicht. Warte. Das gefällt mir hier unten ganz und gar nicht. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Augen. Warte mal, kann man vielleicht einen Diamanten benutzen? Achso, vielleicht hätte man den in die Augen stopfen können. Eine Steinstatue... Ah, okay. Ja, guck mal, hier sind aber immer andere Löcher. Wir haben immer andere Löcher. Vielleicht muss man die irgendwie... Hm, keine Ahnung. Später kombinieren. Wohin sie wohl führt, ja. Oh Gott. Oh Gott, kommt das Ding runter, wenn ich das Item hier nehme? Buch der Verfluchung mitnehmen. Alter, wer hat dieses Haus gebaut? Das ist so super scary. Was werden sie einholen? Okay, ich... War es das schon hier unten? Ja. Aber was soll ich mit diesem verkackten Buch schon wieder verwenden? Nein. Soll ich das mir nochmal angucken? Ja, GZ. Es trägt den Titel Buch der Verfluchung. Buch der Verfluchung. Warte mal, da ist doch so ein... Kann man das aufmachen mit dem Schlüssel? Benutze doch mal den Schlüssel. Mach's auf. Ja. Ja. Ausschlüssel. Ich wollte eigentlich das Buch... Ja, man darf es jetzt auch lesen. Nice. Buch der Verfluchung. Die 4 Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt. Riecht oder sieht. Wenn alle 4 in ihrem Platz... Was? Wenn alle 4 ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Oh Gott, da kommt irgendwas nochmal raus, wenn wir irgendwie diese scheiß Dinger da fertig haben. Möchte ich diese Dinger überhaupt fertig machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schlüssel. Ich hoffe, dass wir damit einfach mehr Türen aufmachen können im Haus. Ist die Frage, was für Türen? Das war jetzt nicht der Ritterschlüssel oder der... Weiß ich nicht, der... Was gibt es noch für Schlüssel? Es gibt noch mehr andere Schlüssel.
Aber wenigstens müssen wir nicht weiter an dieser komischen Stelle, wo man das Teil aus dem Boden nimmt, wo es einen wahrscheinlich zerquetschen wird. Weil ich glaube immer noch, dass es einen zerquetschen wird. Ich wüsste nicht, wie man sonst da rauskommen kann. Außer man muss wirklich diesem Tod-Dings vertrauen. Aber naja, dem Tod zu vertrauen, ist glaube ich nicht so eine gute Idee. Wollen wir mal gucken, ob wir oben vielleicht eine Tür aufmachen können, weil oben waren relativ viele Türen, die noch nicht aufzumachen waren. Gehen wir mal hin. Okay, die ist von der anderen Seite verschlossen. Da kann man wahrscheinlich auch nichts machen mit dem Schlüssel. Warte, laufen wir auf die andere Seite. Wenn wir diese hier aufmachen. Ein Rüstungssymbol. Rüstungssymbol bedeutet aber nicht Hausschlüssel, oder? Nein. Können wir diese hier aufmachen? Ah! Okay, das hat funktioniert. Interessant. Man muss auch den Schlüssel nicht extra auswählen. Das macht sie eigentlich automatisch, wenn man den Schlüssel zumindest dafür hat. Wo sind wir jetzt? Okay, in einem langen Gang, wo wir wieder Türen haben, die wir nicht unbedingt aufbekommen. Krimskrams. Ganz viel Krimskrams. Diese Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol. Oh, diese verkackten Schlüssel, die man überall braucht. Und ich dachte schon, wir hätten jetzt nochmal einen Schlüssel, mit dem wir endlich mal ein bisschen vorankommen. Rüstungssymbol. Ganz schön viel Rüstungssymbol-Gedöns hier gerade. Guck mal, da liegt irgendwas. Holz. Passepartout. Was ist denn das? Ein Pass. Was ist das? Ein Holzdeckel? Irgendwie zum Einpassen von irgendwas. Keine besonderen Merkmale. Bist du dir sicher? Vielleicht, dass wir wieder hier irgendwie was verwenden können, das irgendwie auseinanderschieben können? Das irgendwie vielleicht, ne, kombinieren. Ich habe Angst, dass wir irgendwie unser Inventar zu weit vollstopfen. Aber das war's schon wieder. Oder, oder auch nicht. Was kommt jetzt? Wow, ein Grammophon. Was ist denn hier los? Eine Schallplatte ist Jupiter. Jupiter Jones. Oh, da leuchtet noch irgendwas. Oh, ist das noch ein Schlüssel? Was ist denn das? Ein Schachbrett aus Elfenbein. Anscheinend endet das Spiel mit einem Schachmatt. Ja, ich will aber den Schlüssel da haben, oder was ist das? Eine Hundepfeife mitnehmen. Will ich die Hunde... Wir haben halt sonst keinen Platz mehr. Ich weiß nicht, ob ich die Hundepfeife brauche. Da liegt noch was auf dem... Oh, das wäre nochmal ein Magazin. Damit können wir nochmal vollladen. Das glaube ich vielleicht gar nicht so dämlich. Kann ich auch Sachen eigentlich wegwerfen oder so? Wüsste nicht wie. Okay, was soll ich mit der Hundepfeife? Ich meine, die Hundepfeife können wir jetzt eh nicht mehr mitnehmen, oder? Jetzt sind wir eh voll. Können nicht noch mehr tragen. Ach, shit, ey. Ich kann mir irgendwie so Hunde zurückpfeifen oder so ein Scheiß damit? Verstehe ich nicht so hundertprozentig. Wozu ist hier eine Hundepfeife? Lol, da liegt noch irgendwas. Ein Feuerzeug. Oh Mann, wo ist denn jetzt da mal eine Kiste, wo wir das ganze Zeug mal ein bisschen austauschen können und ein bisschen lagern können? Oh, Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass viele Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in der Arklay Mountains verwachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine Wechselfarbe. Ja, okay, das weiß ich mit den Farben. Grün stellt körperliche Kraft wieder her, das blaue Kraut neutralisiert Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch mit dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es die Wirkung. Okay, sie sollen allerdings ruhig selbst experimentieren. Denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Ha! Klar, man experimentiert gerne mit so komischen Kräutern rum. Okay, Hundepfeife und ein Feuerzeug war jetzt hier oben. Wir müssen gucken, ob wir noch eventuell ein paar andere Türen aufkriegen. Oh Gott, warum habe ich das scheiß Holzding mitgenommen? Ich will das Holzding nicht mehr haben. Ich will andere Sachen mitnehmen. Warte mal, da war noch eine Tür. Eine graue Tür. Na, da geht's noch weiter. Habt ihr da eine Tür gesehen? Ich habe da nichts gesehen. Willst du mich verarschen? Wo denn? Ah, doch hier, lol.
Ein Idiot. Voll nicht drauf geachtet, weil da gleich was irgendwie auf dem Schreibtisch geglitzert hat und ich dachte, yeah! Oh! Ah! Der ist noch nicht tot, der ist hundertprozentig noch nicht tot. Ja, willst du mich eigentlich verarschen? Weißt du, er trifft, er kann, ich kann ihn nicht treffen, aber er mich. Ey, und jetzt kann ich ihn wieder nicht treffen. Oh, dieser Penner macht mich schon wieder so kaputt, es geht mir so auf den Sack. Wie soll man das Spiel denn spielen können? Ich weiß, es gibt sogar ein Achievement, wo man das komplette Spiel nur mit dem verkackten Knife durchspielen kann. Und jetzt sind wir so gut wie tot. Und hier unten ist schon wieder der nächste Freund. Ich weiß nicht, wie man das Spiel durchspielen sollte mit nur mit dem Knife. Man müsste sie irgendwie so komplett durch das komplette Level kiten. Ich weiß aber nicht, ob das so eine coole Idee ist, indem man die Gegner komplett durchs Level kitet und immer nur so kurz anpiekst. Oh Gott, ja. Aha, sie können nicht noch mehr tragen. Ist hier endlich mal eine verkackte Kiste? Ein leerer Kamin. Vielleicht könnte man hier Feuer machen. Ein Helmsymbol ist eingraviert. Ja, schön, dass hier Gegenstände sind, um uns zu heilen. Aber wir die jetzt nicht aufheben können. Kann man nicht die direkt verwenden? Ah, shit, man. Jetzt müssen wir unten einmal langfahren. Wir müssen auf jeden Fall vor dem abhauen. Ich meine, gut, man kann das Spiel vielleicht durchspielen, indem man einfach permanent abhaut und nur so ganz bestimmte Key-Gegner tötet. Sind wir jetzt in einem Eingang gegangen? Oder sind wir hierher gekommen? Ne, wir sind hierher gekommen. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob wir unten an dem schnell vorbeirennen können. Ansonsten macht er uns Matsch. Tschö! Der Türgriff ist auseinandergefallen. Oh Gott. Rest in peace. Ich sehe schon, komm, wir kommen nicht wieder zurück, weil der Türgriff kaputt ist. Und da wird irgendwas drin sein, was uns jetzt kaputt machen wird. Kommen wir wieder zurück? Ah, man kann wieder zurück. Warum hat er denn so gemeckert? Ey, der Türgriff ist kaputt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Vielleicht geht's gleich kaputt, erst wenn wir so ein paar Meter uns bewegt haben oder so. Oh Gott. Wo sind wir hier überhaupt? Oh Gott, ich weiß, wo wir sind. Und dann hetze ich hier gerade so ein bisschen durch, weil ich unbedingt eine Stelle finden muss, wo wir irgendwie unser Zeug austauschen können. Mit so einer Kiste. Und ich immer noch nicht weiß, ob es die Kisten hier überhaupt gibt oder wo es so eine Kiste gibt. Okay. Geht das hier gleich kaputt, das Glas? Boah. Hier sind irgendwelche Wandmalereien oder so. Aber was sollen die mir sagen? Das war jetzt ja auch ein komischer Raum. Nur so Wandmalerei und irgendwie so ein ganz kleiner Furzraum. Oh. Die kann man immer, glaube ich, einstecken, diese Verteidigungsdinger. Ja, können wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, pff, können wir nicht auswählen. Hier ist nichts Interessantes. Kann man da nicht vielleicht wirklich seine Items austauschen an dieser komischen... An den Schreibmaschinen. Vielleicht müssen wir dafür ein anderes. Oder muss ich, kann ich vielleicht hier oben noch irgendwie was ändern? Akten. Ne, das sind nur Sachen, die wir mitgenommen haben. Ansonsten hätten wir nur die Möglichkeit, noch Optionen. Das ist auch Schwachsinn. Aber wie kann man denn seine Items hier nochmal umtauschen? Ging das hier vielleicht gar nicht? Aber das wäre doch völlig sinnlos. Und seine Items gar nicht mehr. Ich meine, ich könnte Munition verballern. Ja, wow, dann könnten wir wieder ein Item mitnehmen. Oh Mann, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Oh Gott, diese scheiß Dings-Munition ist nämlich irgendwie so vollkommen sinnlos momentan. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich sie wegwerfen könnte. Ich versuche gerade irgendwie mal ein paar Tasten zu drücken, ob ich sie vielleicht irgendwie rauswerfen kann. Oh, das sieht schlecht aus. Was ist denn das? Das ist ein Elektroschocker, oder? Wir haben noch einen Dolch. Okay, wir lassen mal den Dolch drin. Okay, wenn wir jetzt gleich nochmal angegriffen werden, können wir uns wenigstens einmal verteidigen mit dem Dolch. Ansonsten sind wir ziemlich im Arsch. Oh Gott, was
Okay, da vorne geht's auf jeden Fall noch durch ein paar Türen weiter. Ich habe die vage Befürchtung, dass wir eventuell gleich draufgehen werden durch irgendeinen Bullshit. Dann muss ich das Ganze nochmal sonst zur Not machen. Und dann nicht dieses scheiß Holzding mitnehmen. Sondern vielleicht erstmal das Speicherband mitnehmen. Wenn hier schon so ein Fenster angezeigt wird, kommt hier gleich was durchs Fenster? Nee, Fenster safe. Ich glaube, das war im dritten Teil so extrem, wo immer so ganz viel durch die Fenster gesprungen kam. Boah. Das war aber auch echt erschreckend, ey. Die ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen? Ja, warum nicht? Oh Gott, was passiert jetzt? Oh! Okay, das war keine gute Idee. Nimm dein Messer! Knife, Knife! Mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot! Mach irgendwas, mach irgendwas, mach irgendwas, mach irgendwas! Lauf, 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 lauf! Okay, das war nicht so schön. Die schon lange nicht mehr geputzt wurden, ja. Und jetzt nochmal. Oh, da ist noch ein Tagger drin. Okay, hat's hier fast gelohnt. Scheiße. Gibt's hier sonst noch irgendwas, ey? Was ist das? War das jetzt nur diese eine Szene, die hier passiert ist? Was funktioniert anscheinend nicht. Okay, die Zahnbürste kann man anscheinend auch nicht mitnehmen. Kann vielleicht jetzt irgendwas. Ah, wir haben ja da was. Ich wollte schon sagen, kann man jetzt irgendwas rausholen? Vielleicht noch aus der Badewanne, was wir gerade gemacht haben? Das Knife? Ja, kann man. Habe ich gerade gemacht. Scheiße. Oh Gott, ey. Wir sterben, wir sterben, wir sterben. Okay, es gibt noch eine Tür, die wir jetzt. Wo wir noch weitergehen können. Warte, hä? Wieder? Was ist das? Den Dietrich verwendet. Oh Gott. Mein Auge juckt. Drehen wir gleich wieder um? Irgendwas läuft da. Geh rein! Da sind Hunde. Warum sind da Hunde? Und will ich da überhaupt lang? Warte, ich will auf die Karte gucken. Lohnt sich das überhaupt da lang zu gehen? In irgendeiner Art und Weise? Nee. Vielleicht ist am Ende irgendein Item oder so, aber wenn da kein Item ist, dann ist das völlig die Verschwendung. Weil da sind auf jeden Fall Hunde, die mich angreifen werden. Ah, mein Auge soll aufhören zu jucken. Lauf, 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 lauf! Holy, holy, holy! No, no! Run, run, run! Boah! Waren das die Kackhunde gerade von draußen? Oh, fuck! 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 Oh Gott, hier sind wir jetzt! Das ändert immer noch nicht mein Problem mit, ich kann meine Items nicht austauschen oder speichern oder. Oh, fuck, ey. Wir müssen jetzt mal vielleicht zum Schreibmaschine gehen. Ansonsten müssen wir irgendwie. Barry. Oh, Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Wie kann man eigentlich so dämlich sein und sich aufteilen? Kann mir doch keiner erzählen, ist doch tierisch dämlich, sich aufzuteilen permanent. Anstatt einfach zusammen zu bleiben, ey. Okay. Ja, wenn ich ein Farbband hätte, könnte ich speichern. Aber ich kann nicht hier irgendwie meine Items austauschen. Ging das erst echt ab dem zweiten Teil? Fuck. Gott, warum haben wir nur diese Scheiße denn hier aufgenommen? Er hat so viel Zeug dabei, wo ich alles nicht wirklich genau weiß, was wir damit überhaupt machen sollen. Und wir sind kurz vorm Verrecken, weil wir auch das scheiß Lebenszeug nicht aufnehmen können. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, was wir das irgendwie vielleicht in der nächsten Folge loswerden können. Das ganze Zeug und hoffentlich dabei ohne zu verrecken.
Denn wenn wir verrecken, müssen wir das Ganze im Grunde genommen nochmal von vorne machen. Das wäre natürlich sehr unschön. Aber naja. Ich hoffe, diese Folge hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sind auf jeden Fall jetzt weitergekommen. Ich weiß, wie es weitergeht. Ich weiß immer noch nicht, wie wir jetzt weiterkommen. Ich meine, wir können vielleicht eventuell noch ein paar Türen öffnen, aber ich will unbedingt meine Items loswerden. Das kann natürlich jetzt noch lustig werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Miträtseln und Mitprobieren. Ja, ich werde nochmal versuchen, gleich in der nächsten Folge zu speichern oder so. Jetzt können wir nämlich nicht speichern. Fuck, ich meine, man konnte mit ihr immer speichern oder so. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, leichter mit ihr zu spielen als mit dem Mann. Irgendwas hatte ich da in Erinnerung, aber irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao, ciao.